In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören» rede ich mit Shane McKay über Podcast «Gango hören». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören». Diesen Podcast findest du immer auf deiner Lieblingspodcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du, dass vis-à-vis von mir ein Gast sitzt, respektive im Internet vis-à-vis. Jetzt würde ich eigentlich fragen, hoi, wer bist du? Aber das würde dann schon die nächste Frage vorausnehmen, die wir im Vorgespräch abgemacht haben. Weil ich dich vorher gefragt habe, wie man deinen Namen eigentlich ausspricht und du mich dann gefragt hast, wie würde ich das aussprechen? Und ich hatte das falsch ausgesprochen. Oder nicht ganz so, wie du es aussprechen und du hast dann mir gesagt, es gäbe da eine Story dazu. Darum jetzt die Frage, wie kommt es zu deinem Namen und wie spricht man den richtig aus und wer bist du? Okay, wow, so viele Fragen auf einmal. Hallo zusammen, danke Nicola für die Einladung. genau, also ich heiße Cheyenne McKay und die Frage, wie man den Namen ausspricht, ist effektiv etwas, was ich mir auch bei meiner täglichen Arbeit als Nachrichtenredaktorin immer, jeden Tag, wo mir meinen Namen aufgeschrieben habe, fast ein bisschen musste üben, wie spricht man meinen Namen aus, weil obviously es ist ein englischer Name, aber ich rede ja nicht Englisch. Und wenn man erst so einen offensichtlich englischen Namen auf Deutsch sagt, dann ist es wie auch seltsam, wenn man dann sagt Cheyenne, weil so würde man es sagen, oder so hat es mein Vater immer gesagt. Aber meine Mutter ist Baslerin und sagt Cheyenne. Das finde ich auch nicht so schön. Und ich habe mich so auf dem Mittelweg, also ich sage mir Cheyenne, also nein, aber siehst, wenn ich es nicht zu viel darüber nachdenke, kann ich es selber sagen. Ich sage, ich heiße Cheyenne. Und es ist nicht Cheyenne, aber es ist auch nicht Cheyenne, es heiße Cheyenne. Cheyenne McKay. Aber aus dem Cheyenne, wo fast wie Cheyenne, hat sich dann also das Künstler-Ich oder mein Künstlername, wenn ich einen brauche, entwickelt. Also wenn ich DJ'le, was ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe, aber seit lang sehr oft habe gemacht, oder wo man jetzt so soziale Medien nutzen, habe ich mir dann immer Cheyenne als so Namen gegeben. Was sehr lustig ist, weil das absolut das Gegenteil ist von dem, was ich bin, wirklich nicht ein Cheyenne. Das wäre jetzt mein Eindruck auch gewesen. Und in den 10 Minuten, die ich jetzt dich kennengelernt habe, hätte ich jetzt gedacht, das ist nicht so Cheyenne. Nein, aber auch viele Leute haben durch das auch das Gefühl, ich heiße Anne, also Anne, und ich heiße Cheyenne. Also wenn es irgendwie auf sozialen Netzwerken oder so, wo ich recht lange nicht meinen Klarnamen gebraucht habe, weil ich nicht so googelbar sein will, mittlerweile ist es wie okay, dann haben viele Leute das Gefühl, ich heiße Anne. Also, und ich habe Cheyenne einfach vor dran gesetzt. Genau. Darum, Cheyenne McKay, not a Cheyenne. Und was machst du, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Hey, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, mache ich das, was wir jetzt gerade machen, aber einfach auf der Seite, wo du sitzt. Ich mache Podcasts. Ich mache Podcasts. Punkt. Ja, ich mache Podcasts. Was ist das für eine Jobbezeichnung? Also ich bin stellvertretende Geschäftsleiterin von Podcast Schmiede. Wir sind eine Produktionsfirma, die einfach Audio, also einfach, die Audio produziert, also ohne Bild. Das ist für die Schweiz ziemlich etwas Neues, würde ich mal sagen, weil so Audio-Produktionsfirmen gibt es noch nicht so viel. Wir sind recht ein grosses Team, jetzt sind wir da 10 Leute. Und wir machen alles von Konzepten, Workshops für die Leute. Wir machen zum Teil auch noch, also wir machen Audioaufnahmen. Wir haben ein eigenes Radio, also Audiostudio, Radio ist sie aber nicht. Wir gehen raus, aber wir machen alles. Wir machen von Ideen entwickeln, über Leute befähigen, selber die umzusetzen, über Musik komponieren für Podcasts. Das mache nicht ich, aber das machen zwei Mitarbeiter von uns, also eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter. Jetzt bin ich vorhin gewesen, ein Interview aufnehmen oder eine Reportage. Wir machen alles bis hin zur Distribution, also aufladen, bewerben vom Format, so ein ganzes Päckchen. Also man kann bei uns ein ganzes Päckchen oder nur Teile davon bestellen. Und das ist jetzt, wo ich hier sitze und mit dir rede, mein absoluter Traumjob. Das
bin total glücklich, dass ich das machen darf. Das ist wirklich super, super lässig. Natürlich gehört zur Geschäftsleitung auch dazu administrative Sachen und ein Team leiten oder eben ein Geschäft führen. Das gehört meinem Kollegen, Nicola. Er heisst auch Nicola. Am Nicola Leuenberger. Er hat das ganze Lei gegründet für sich und hat dann gemerkt, hey, es gibt so viele Leute, die Podcasts wollen. Ich mache ein grosses Team und wir sind jetzt eigentlich die grösste Produktionsfirma für Audio im Moment in der Schweiz. Aber ich nehme an, wir werden es nicht bleiben. Also wir sind auch nicht die Einzigen. Und das Format wird langfristig bestehen. Und genau, da gibt's, wie im Film gibt es ja nicht nur ganz, also gibt es ja auch mehrere Produktionsfirmen. Gibt es auch noch, leider auch noch andere neben uns, genau. Aber es ist so vergleichbar wie vielleicht auch eine also Produktionsfirma für Film. Also kann auch sein, dass wir Leute also nur beraten oder auch also Einzelpersonen uns fragen, hey, ich habe eine Idee, wie muss ich vorgehen. Also es ist wie so, wir machen wirklich so alles. Wir bieten alles an. Und was ihr, wie ihr das genau macht, was dein Job dort genauer ist und wie dein Alltag so aussieht, das hören wir dann nachher noch. Aber zuerst fangen wir die Folge, wie alle anderen Folgen, auch mit der Kategorie «Was schaust du?» aus. Darum geht, dass unsere Gäste einen Tipp mitbringen aus Unterhaltung, Kunst und Kultur. Hast du dir etwas überlegt? Also ich habe mir das überlegt. Und ich, also erstens bin ich echt... Du hast mich nicht gefragt, wer bin ich, zum Glück. Aber etwas, was ich liebe, ist einfach Musik hören. Wenn nicht die blöde Pandemie wäre, oder wenn sie nicht ist, dann bin ich sehr, 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 sehr viel an Konzerten. Kann ich mega viel Konzerte hören. Am liebsten so im härteren Bereich. Genau. Und das ist jetzt im Moment nicht so möglich. Und weil ich aber das andere, was ich mit Hingabe mache, ist wirklich hören. Und ja, es ist mein Beruf, aber es ist eben auch meine Leidenschaft. Habe ich gedacht, ich empfehle hier mal 3 tolle Podcasts. Ich weiss, es sind 3. Gut. Aber ist okay. Es geht, ich tue nicht, sich tue nicht limitieren. Genau. Also, ich würde das Ende, ein Podcast heisst «City 1910». Das ist ein lokal-historisches Hörspiel und es geht darum, wie in der City zu Winterthur, eben 1910, die Frauen quasi politisch sind worden. Also, und es ist eigentlich spannend, weil es ist wirklich ein Hörspiel. Also es ist Fiction, aber es basiert auf Schweizer Geschichte. Es ist ein mega spannendes Format, mega toll gemacht. Und finde ich mega interessant zum Hören. Ist es mehrteilig oder eine Folge an... Ja. Dann auch so ein Stück Schweizer Geschichte, wo ich einen tollen Podcast finde, ist von Pascal Nater, die Giftmörderin von Sur. Es geht um die Wahrsagerin und 16-fache Mutter, Verena Lehner aus Sur im Aargau. Und die ist wegen Giftmord verurteilt worden. Und das ist einfach so, das ist eine Reportage, also im Sinn, wie man auch Reportage kann machen, natürlich mit etwas, was sich so lange her schon jetzt zuträgt, aber super spannend, ein Stück Schweizer Geschichte erzählt, wirklich so spannend wie ein Krimi. Und das Dritte, was ich auch schön finde zum Hören, ist ungefiltert. Es ist so ein Podcast, der 6 Teile hat, und zwar in der ersten Zeit vor der Pandemie haben die Podcasterinnen, die den Podcast gemacht haben, ein paar Leute ausgewählt, die sie an Sprachmitteilungen einfach schicken und so. Man bekommt dann wirklich ein paar, also jemand bekommt ein Baby, das gehört man auch, das ist noch heftig. Also die hat irgendwie das Handy mitgenommen, ich reise, glaube ich, oder ins Geburtshaus. Es sind so Lebensgeschichten von Leuten, so wirklich direkt zu der Pandemie, und schön an dem ist, das ist wie nicht kommentiert, das sind einfach die Sprachmitteilungen von den Leuten. Und das sind einfach 3 tolle Schweizer Podcasts. Es gibt so viele wahnsinnig gute Podcasts. Wenn man in ein Konzert geht, dann kann man... Genau. Was ich vielleicht noch habe, ist ein guter Musiktipp, den ich gerade habe. Durch meine Mann, muss man sagen, wo so der leidenschaftliche Musikausfinder ist. Es gibt so eine Band, die heißt Turnstile. Und ich finde die wahnsinnig toll. Es ist so Hardcore, Punk, Metal.
Metal. Das ist so relativ eine Weiterentwicklung von Hardcore, Punk, Turnstile. Genau. Mega toll. Ich bin nicht die, die mega viele Facts weiss zu der Band, aber wo ich sehr, sehr fest liebe, gerade das Album. Glow On. Gut, das tönt absolut nach meinem Musikgeschmack. Das schreiben wir gerade auf. Genau. Ich mache auch super coole Videos, wo alles so im 80s-Style irgendwie ist. Also, ja, genau. Also, hören, wenn ich nicht an Konzert gehe, dann tue ich viel hören. Ist cool. Das haben wir gerade aufgeschrieben. Geil. Musik zum Heilaufen heute. Wie stehst du zu Live-Podcasts? Wenn du sagst, jetzt haben wir eine Kombination von Podcasts hören und Konzerten, wo du leider nicht kannst gehen. Wie siehst du, bist du mal an einem Live-Podcast gewesen, oder ist das etwas, was dich auch interessiert? Also oder dann wieder weniger? Ja, es ist halt immer, vielleicht müssen wir über die Definition von Podcast reden. Also, was heisst Podcast? Oder ich glaube, die meisten Leute, die Podcast los, also, die meisten Leute haben das Gefühl, ein Podcast ist das, was wir jetzt gerade machen. Oder dass einfach zwei Leute zusammen schnurren. Mehr oder weniger zielgerichtet. Und das ist halt, ich sehe Podcasts wie andere, also das ist einfach eine Form, wie man Podcasts macht. Aber und wenn man so etwas live macht, finde ich, ist es halt einfach ein Live-Gespräch, eine Podiumsdiskussion. So. Das finde ich weniger spannend. Allerdings gibt es schon recht coole Formate. Also ich bin auch, muss ich schnell ausholen, ich bin auch Mitgründerin vom Sonor Radio und Podcast Festival. Finde das ja jetzt 13. Mal, glaube ich, sind wir schon, oder das 12. das 13. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Mal statt. Und dort haben wir recht früh schon die Idee von Live-Podcast mal aufgegriffen. Und dort hat der Thies Wachter, das ist schon jemand, wo Podcaster in der Schweiz auch schöne Sachen macht, der hat so einen Podcast gemacht, wo sehr, sehr toll live ist umgesetzt gewesen, nämlich mit einer Live-Musik, also mit einer Person, die Musik macht. Es hat Audio-Ausschnitte gegeben und er hat auch noch den Text live gelesen, plus es hat sogar noch irgendwie so visuelle Komponenten gehabt. Und dann finde ich Podcast live mega lässig. Was ich jetzt, ich bin auch nicht so die, was auf Laber-Podcast ist nicht so, also das höre ich sehr eher selten. Darum danke alle euch, die bis da schon haben zugelassen. Ich weiss, aber das ist ein beliebtes Format. Also aber so Gesprächsrunden ist für mich eine Gesprächsrunde, wenn man das spannend macht mit Audio einspielen, mit eben live mixen, so mit Musik live machen oder Geräusch live machen, finde ich super. Ich habe zum Beispiel auch drei Fragezeichen, das war, glaube ich, das letzte vor dem Lockdown, das ich gesehen habe. Und dort hat es ja dann wirklich auch so einen Geräuschmacher auf der Bühne und so. Und du hast einfach die Protagonisten, die Texte lesen und dann ist es so halb gespielt. Aber eigentlich kannst du es so einfach hören. So Format finde ich recht toll, so hybride Formate. Ich kann gerade sagen, das sind ja wahrscheinlich dann auch alles, also das überschneidet sich ja alles. Ich meine, wie lange ist es noch ein Theater quasi oder eine Live-Lesung? Ist das Podcast einfach das Medium, das heisst das aufzeichnete Format? Aber ab wann ist dann ein Hörbuch und ab wann ist dann ein Podcast, ein Hörbuch auch ein Podcast? Ist ein Podcast ein Hörbuch? Das ist ja alles ein bisschen fließend, oder? Also oder eigentlich ist ein Podcast nur ein technischer Begriff, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Genau. Das heisst, es ist wirklich ein Audio, das man on demand kann hören kann. Punkt. Also, und darum ist es wie alles, oder? Also darum ist auch eine Gesprächsrunde ist ein Podcast. Wir haben am Sonore haben wir auch schon oft so Live-Hörspiel gehabt. Wo halt wie nicht das Schauspiel, also nicht das Agieren, also das szenische Agieren im Vordergrund steht, sondern wirklich der Text und dann die also dass man sieht, wie man eine Szene vertont. So. Und dann ist das ein Live-Hörspiel, wo man quasi aber auch hören könnte, ohne es zu sehen. Oder? Das haben wir schon öfters gehabt, im Sonor. Und darum, also ein Podcast ist, wenn man es ganz genau nimmt, einfach ein Audio on Demand, wo nicht Musik ist. Oder? Und darum ist auch, also auch eine Radiosendung, die vorher linear ist gelaufen, wie irgendwie das Echo der Zeit oder so, das ist, wenn man es nicht linear aus dem Radiogerät rausläuft, lässt auch ein Podcast. Aber es hat sich jetzt halt so zu einem eigenen Genre entwickelt und dort gibt es halt mega viele Formate, verschiedene.
Ich würde gerne dem Phänomen Podcast ein bisschen auf den Grund gehen. In meiner Empfindung, gut, jetzt machen wir es doch auch schon 2,5 Jahre oder 2 Jahre, bin ich gar nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Es geht immer so schnell vorbei. Ich habe das Gefühl, es ist eher ein neues Phänomen, zumindest, dass es so, wie sagen wir, so beliebt ist und so oft eingesetzt wird als Medium, auch bei Firmen und allen möglichen Leuten. Aber du hast mir vorhin gesagt, Sonor findet schon zum 12. oder 13. Mal statt. Also habe ich offensichtlich den Anfang von dem Podcast-Phänomen schon mal ein bisschen verpennt und bin erst ein bisschen später dazu gestossen. Oder sehe ich das falsch? Also Sonor ist wie nicht von Anfang an ein Podcast-Festival, es ist einfach ein Audio, also am Anfang ist es wie so, haben wir halt Radiosachen nur gehabt, oder freie Produktionen, also genau, also einfach, dann hat es schon noch nicht so das Audio on Demand gegeben, so fest. Allerdings im Oxford Dictionary ist der Begriff Podcast seit 2005 als Begriff definiert. Darum, ja, Gut, dann kann man immer sagen, in der Schweiz geht es ja dann meistens noch ein paar Jahre länger, bis dann der Trend bei uns auftaucht. Also mir ist auch bewusst, dass Apple Podcasts als App und als Symbol, das kennt man schon sehr lange. Das hat sogar schon auf meinem alten iPod hat es eigentlich schon, hast du können drehen am Rädli bis zu Podcasts bist gekommen. Dann habe ich glaube noch gar nicht gewusst, dass Podcast oder dass das gibt. Und darum ist ja genau. Ein Hörbuch auch ein Podcast, oder? Oder was auch immer. Also alles, was ich einfach runterladen und hören kann und nicht Musik ist. Aber so der Trend, ich meine, ich finde es noch interessant, es ist, glaube ich, ich kenne mittlerweile glaub, mehr Leute, die Podcasts machen, als die Leute, die hören. So ein bisschen böse gesagt. Aha. Und es gibt ja wirklich, es gibt viel, ich kann leider keine Witze zitieren, weil leider ist mir die Gabe nicht gegeben, aber es gibt sehr viele Witze darüber, so, machst du jetzt auch noch einen Podcast? Und wie kann ich noch den krassen True Crime Podcast machen? So, aber wenn man Statistiken anschaut, ist schon nur, also sie sagen die, je nach Statistik, leider ist die Schweiz gar nicht statistisch, also nicht erforscht, was Podcasts angeht, leider. Sie irgendwie so zwischen 30-40% von den Leuten, die in der Schweiz wohnen, die mindestens einmal im Monat eine Folge von einem Podcast hören. Also mittlerweile nicht das Gefühl, hören. Also wie viel das es gibt, weiss man leider wirklich nicht, es fehlt echt eine statistische Erhebung. Wenn das jemand hört, wo irgendwo das könnte machen, macht das bitte. Ich habe da ganz viele Fragen, die ich würde gerne in so einer statistischen Erhebung drin tun. Ich habe einfach das Gefühl, es machen es viel mehr Leute. Oder? Aber es, wenn ich so rumhöre im Freundeskreis, Freundinnen, Freundeskreis, das ist nicht unbedingt so, dass jetzt auch so viele Leute hören. Also, vielleicht kommt es auch ein bisschen auf Bubble drauf an. Jetzt bei mir in der Bubble habe ich das Gefühl, es hören sehr viele Leute Podcasts. Aber vielleicht ist das immer ein bisschen von Kollegenkreis zu Kollegenkreis unterschiedlich. Wahrscheinlich, es hat vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun, so von digital unterwegs sein. Ist natürlich schon, also irgendwie meine Mutter ist jetzt über 70 und ich glaube, das ist wie noch schwieriger, wie nicht, also wie kommst du zu dem? Oder was ist denn das überhaupt? Ich habe ja ein Radio oder ich habe ja Plattenspieler. Also es ist so wie, hä, oder? Ich glaube, der Zugang muss dort noch ein bisschen, also das muss sich wie verbreiten, aber oder mein Vater zum Beispiel, der hat nie können, also der so mit Handy und so ist nicht gegangen, aber YouTube hat sich irgendwann entschlossen und so wird es auch mit Podcast werden. Also es wird, also es ist einfach interessant, dass noch relativ wenig Leute hören, für wie viele Produkte das es gibt oder wie viele Podcasts es gibt, aber ich denke, gerade eben die Schweiz ist sicher hinten drin und das ist noch, das geht noch weiter. Also da werden immer wie mehr Leute hören. So. Was ist in deinen Augen eine Erklärung dafür, dass so viele Podcasts produziert werden in der Schweiz? Und beschränken wir uns mal auf die Schweiz. Übrigens habe ich so einen Ticker, der zeigt an, wie viele Podcasts es sind. Ich kann den schnell aufschauen und schauen, was er gerade anzeigt. Oh ja, das ist spannend. Wie erfasst er? Wie erfasst er? Ich check's mir nicht ganz genau, wie er es erfasst. Podcast-Index. Er tut einfach abgraben, alle Distributoren. Und er sagt, es gibt 4.381.930 Podcasts. Und es sind aber, glaube ich, eben Folgen. Aber es ist. Und 98.000 Folgen sind publiziert worden in den letzten 3 Tagen.
Das ist eine Unmenge an Podcasts. Weltweit. So. Aber man sagt, glaube ich, es sind etwa 2 Millionen, was es gibt, also aktive Podcasts, was es gibt. Ich glaube, es hat auch stark etwas zu tun mit so, ich sage dem Album, Demokratisierung vom Audio. Also, es ist wie, YouTube hat auch plötzlich irgendwie jede und jede irgendwelche Videos gedreht und so. Und man konnte einfach aufladen. Und jetzt, ich meine, mit der Technologie, ich brauche ja nur noch das Handy. Dann kann ich machen, was ich will. Und spannend, also jetzt rein von dieser Geschichte ist ja, ihr habt in Luzern das Dreifach, ich habe in Bern recht lange beim Rabe gearbeitet. Es hat eine grosse Kultur in ganz Europa, dass es die freien Radios gibt, wo quasi so demokratisiert hast, Medien gemacht, dass Leute, die das als Hobby gemacht haben, einen Zugang zum Medien machen können, finden, oder wo man ab von einem grossen Medienhaus oder auch von einem Medienkonzern können Audio machen, aber man hat immer das Studio gebraucht, so die Infrastruktur von diesem Sender, und das war wie so der einzige Verbreitungsweg gewesen, aber mit dem Internet und jeder hat ein Headset und so, ja, dann kannst du einfach rauslassen, was du willst. Und es ist natürlich noch ein bisschen gäbe, also ich bin gar nicht Video, aber ich glaube, es ist natürlich einfacher als ein Video machen, weil du musst dich dann wirklich nochmal auf den Ton konzentrieren. Das ist vermeintlich einfacher als ein Video, behaupte ich. Aber ich meine, jetzt so ein bisschen zusammen reden, was ich glaube, immer noch der grösste Teil von der Podcast ist, das ist halt easy schnell gemacht, oder? Also ich würde sogar behaupten, wo jetzt ein bisschen beides macht, es ist tatsächlich weniger aufwendig, als ein Video zu machen. Ich glaube, es sind sehr viele gleiche Schritte, die notwendig sind. Also die Story, denke ich, ist genauso wichtig, ob man jetzt einen Podcast oder ein Video macht. Aber rein technisch gesehen finde ich es ein bisschen einfacher, den Podcast zu machen, als ein Video zu machen. Das ist sicher auch, ich mir vorstellen, sicher auch ein Grund. Ja, sicher. Aber so, ob du da irgendwie so die Narration gut aussiehst und ob du eine Geschichte erzählen kannst und wie man da redet und so. Aber es ist wie so, also ich finde, es sieht man ja überall in den Medien, ich meine, auch mit Social Media oder TikTok bin ich jetzt, glaube ich, wirklich zu alt, ich bin übrigens 42, da bin ich jetzt wie zu alt dafür, aber das ist ja auch so, ich meine, wir können mit unserem Handy, haben wir das ganze Medienproduktionszentrum in Hosentaschen, oder? Und ich weiss noch, ich gebe auch Kurs und ich hatte mal vor Jahren mal so, ich habe mein Audiostudio Hosentaschenkurs gemacht. Und das ist mittlerweile ein Witz. Also das, aber dann war das so, ja wirklich, was ich mit dem Handy aufnehmen und was ich dort etwas schneiden. Oder das war so, wow. Und was sicher noch dazu kommt, ist so, dass, ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig benutze, aber so das Sendungsbewusstsein oder eben Bewusstsein ist dann aber ein bisschen die Frage, ob man es hat. Aber ich meine, mit Social Media, mit dem sich darstellen, Social Media bist du halt auf deinem Profil und vielleicht nicht so auffindbar, und mit einem Podcast kannst du noch viel mehr dich darstellen und dich zeigen und so. Ja. Das wäre jetzt ein Erklärungsversuch, warum dass man jetzt als Privatperson vielleicht einen Podcast machen will. Ich habe irgendein Mitteilungsbedürfnis und es ist demokratisiert und es ist ein sehr einfacher Prozess, mich können mitzuteilen. In meiner Wahrnehmung merken aber auch immer mehr Business und Firmen an. Das ist aber auch eine ganz gute Art und Weise, die man kann für das Geschäft brauchen kann. Was beobachtest du dort? Inwiefern ist ein Podcast etwas Sinnvolles für ein Business? Also finde ich mega sinnvoll. Also, und das sage ich natürlich jetzt als Podcasterin oder so. Das musst du natürlich als genau. aber durchaus, also wenn man halt so wie schaut, oder was kann, also im Medienmix, wie man das so schön sagen, oder macht es schon Sinn, die meisten, sagen wir, irgendwie so Institutionen oder so, sagen wir so NGOs, und du hast immer neuerdings hast du einen Social-Media-Kanal, wo du deine Leute erreichst, du hast sicher immer ein Printprodukt, wo rumliegt, wo der Vorteil hat, dass du das einfach kannst in die Hand nehmen und so eine Langzeitwirkung hat und dass du dort kannst, zeigen, auch mit Bildern, dann hast du meistens eine Landingpage, dann das ist jetzt die Frage, dann hat man so das Video machen entdeckt und das hat ja auch seinen Vorteil, das heißt, du hast Bewegtbild, du kannst Zeug zeigen, und der Podcast hat wie halt nochmal so einen anderen Approach, es ist halt wie sehr persönlich, also du kannst eine Geschichte in die Tiefe erzählen, weil du das auf dem Ohr hast, bist du einfach mega nah an den Leuten dran, und das heisst, die Funktion von einem Host oder von einer
Person, die dich durch die Geschichte führt, ist so nah. Es ist mega, mega persönlich. Und du hast wie als Unternehmen oder eben als NGO oder so, hast du im Podcast nochmal Möglichkeit, eine Geschichte ganz anders zu erzählen oder auch andere Leute anzusprechen. Also ich nehme vielleicht jetzt nicht einfach ich nehme jetzt so ein Werbeheftchen im weitesten Sinn. Schaue ich mir Maximum an, wenn es irgendwie beim Doktor rumliegt oder sonst bei der Werbung kommt und es hat ein Bild, das mich anspricht. Aber der Podcast kann wie, ich muss gar nicht durch die Organisation drauf kommen. Oder der Podcast kann mir irgendeine tolle Geschichte erzählen, wo ich nicht ein Produkt bewerben will, sondern wo eine Geschichte, die einen Zusammenhang hat mit dieser Firma oder mit dieser Organisation erzählt. Und dann finde ich das, weil ich einen coolen Podcast suche und merke dann erst schnell, das ist ja von dieser Organisation oder von dieser Firma gesponsert oder in Auftrag gegeben. Und dass man dort gar nicht in erster Linie so ein Produkt bewirbt, sondern Geschichten erzählt. Und es ist ein sonores Format. Ich finde, es ist auch sehr ein sinnliches Format oder ein sinnliches Medium. Ich brauche auch keine Augen. Ich kann einfach hören. Das finde ich... Also das erklärt, warum dass der Podcast dann mir gerne anhöre. Und das könnte interessanter sein als eben irgendein Prospekt oder so. Aber was ist die Intention in den meisten Fällen beim Produzent, bei einer Firma, ich sage jetzt irgendwie bei einer Migros, die einen Podcast macht? Was denkst du, was ist dort in erster Linie das Ziel, was dann ausgelöst soll werden bei der Hörerin, beim Hörer? Also es ist für jedes Produkt einfach anders. Also ich glaube, bei vielen, also das sehe ich so ein bisschen bei unseren Kundinnen und Kunden schon, dass man normal das Publikum erreicht, und man vielleicht sonst nicht so erreichen würde. Und jetzt gerade, also das ist jetzt nicht mein Dossier, aber ja, wir machen ja für die Migros Kruto Rüebli so einen Nachhaltigkeits-Podcast. Wenn du sagst mir, wer ist das? Also genau, Podcast ist mir die Produktionsfirma, wir machen für die Migros den Nachhaltigkeits-Podcast. Und zum Beispiel dort geht es wiederum, dass man kann Fragen, die jetzt Kundinnen und Kunden haben, oder dass man die eins zu eins klären kann. Und natürlich kann man jetzt fragen, warum machst du nicht ein Video, aber das ist dann wirklich auch ein bisschen weniger aufwendig, ein Audio zu machen, und ich kann es halt überall her mitnehmen, und es erreicht wirklich nochmal eine andere Zielgruppe. Und vielleicht gehe ich ja nicht aufs Migros-Magazin jetzt, oder ins Scope-Heftli oder so. Scope hat übrigens auch einen Podcast, nur so zum sind da nicht fertig. Ja, zum Fertig. Ja, aber oder, das ist wie, es bewegt sich dem, und ich google dann vielleicht irgendwie Bananen, Schweiz und so, und komme dann auf unseren Podcast und erreiche wie dort nicht die Leute, die jetzt über das Mikro etwas wissen wollen, sondern das ist ein sehr ein Podcast, wo viel auch erklärt, wo so Hintergrundeinblicke gibt. Und das machst du vielleicht in einem Heftchen, ist es vielleicht auch nicht so einfach zu machen. Bei uns jetzt im Migros Host ist immer der gleiche, das ist der Nico, der kommt mit dir mit, der geht das gar forschen, der darf auch kritische Fragen stellen. Ich glaube, die Nahbarkeit erzeugen wollen, glaube ich, viele Firmen, oder? Also das, oder Organisationen. Und wie auch gesagt, ich glaube, sicher für viele ist auch, es gehört, wie du eingangs hast gesagt, ja, es gehört fast ein bisschen dazu, dass man das heutzutage hat. Und dann kommen wie wir jetzt vor Podcast schon zum Zug, dass man die Leute auch ermutigt, ein cooles Format zu machen und nicht etwas, was schon alle anderen machen, dass man ein bisschen Mut hat, einen kreativen Weg zu gehen in diesem Produkt. Dass man nicht verschwindet, da muss man dann auch schauen. Ich denke, eben gerade die Nahbarkeit, das ist, finde ich, der grosse Pluspunkt von dem Podcast. Weil in meiner Erfahrung ist es meistens so, dass Videos, die müssen möglichst, im Moment sowieso mit Social Media, möglichst schnell sein. Man hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, innerhalb von 90 Sekunden im Optimalfall, noch weniger, muss ein Inhalt transportiert werden, und es ist meistens vor allem Inhalt, Wissen, Facts, zack, 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 und es möglichst Süßigkeitenwerbung, grell, schnell, farbig und so. Aber in so einer Kurzzeit ist es so extrem schwierig, irgendeine Sympathie aufzubauen oder eine Nahbarkeit vom Unternehmen zu vermitteln. Und in einem Podcast, wo
eine Stunde geht und der Host ist eine Person, wo man hört oder vielleicht sogar sieht, je nachdem, wie man es aufzeichnet, wo sich vielleicht mal verspricht, wo einfach durch das, dass er viel mehr Zeit hat, auch mehr sich selber und persönlich kann sein, vermittelt natürlich ein völlig anderes Bild nachher von dem Unternehmen, als einfach ein kurzes 90-Sekunden-Video. Also ich glaube, es wäre sogar auch cool, es gibt ja so viele Formate, so 100 Sekunden Podcast oder Audio, aber ich finde, das Formatvielfalt ist... Also dort darf man noch ein bisschen mutiger sein, finde ich. In der Formatfülle ist es natürlich auch zum Teil ein bisschen aufwendiger. Ich glaube einfach auch, dass zum Teil Sachen auch einfacher sind, zum Hören oder zum Verstehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Hörspiel, das ich habe empfohlen, den Podcast über die Seite Weberei, ich weiss nicht, ob ich jetzt... Also natürlich kann ich das Fachbuch oder das Geschichtsbuch vornehmen und das lesen. Aber es ist mir halt einfach viel näher vermittelt und viel eingängiger und viel simpler vielleicht auch, aber lustvoller auch vermittelt, wenn ich es hören kann. Und das ist sehr oft sehr anschaulich. Und ich glaube, Leute, die sich mega vertieft mit etwas im Web beschäftigen, die machen das sowieso. Aber mit einem Podcast denke ich, wie alle Leute einfach finden, so, ah cool, ah, warte, das interessiert mich, hey, ich höre es schnell, es gibt mir dann nichts zu tun. Und wenn das gut gemacht ist, kann ich schon auch Wissen vermitteln, nicht nebst der Sympathie und der Nahbarkeit kann ich halt auch Wissen vermitteln, oder? Wo ich vielleicht auch in einem Podcast muss abbrechen, weil Reden in einem linearen Hörmoment irgendwie noch etwas anderes muss zurechtlegen, als wenn ich etwas schreibe und so. Ich habe mehr Zeit, um es auszubreiten, wie du sagst. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte, warum das ein gutes Format ist. Ich finde auch, es gibt... Also ich habe zum Beispiel etwas Ausschauendes dürfen machen für Pro Infirmis. Das ist ja eine Behindertenorganisation oder eine Organisation für Leute mit Beeinträchtigungen. Und dort ist, wenn, oder das Format habe ich mega schön gefunden, weil wir sind auch drauf gekommen, wir wollen nicht über die Betroffenen reden, wir möchten gerne die Betroffenen selber reden. Mhm. Und in so einem, also sonst, wenn es um Leute mit Beeinträchtigung geht, dann steht meistens irgendjemand hinten dran und macht das Konzept mindestens und sagt, okay, das musst du machen, das können wir jetzt filmen und so. Und wir haben einfach den Leuten das Aufnahmegerät mitgegeben. So, und die haben wie gesagt, ja, macht das oder das macht. Und das ist vielleicht nicht eine mega krasse True-Crime-Story mit einem also es ist jetzt nicht weltbewegend im Sinne von der Spannung, ist jetzt nicht riesig, aber es sind so Formate, ich darf einen Einblick bekommen. Ich darf einen Einblick bekommen in das Leben von einer Person, die jeden Tag mit einer Beeinträchtigung muss leben muss, die sich Fragen stellt, wo ich mich habe gefragt, hey, warum, Jesus Gott, also es ist noch krass, warum musst du dir so Fragen stellen oder warum darfst du die Fragen nicht selber beantworten, zum Beispiel. Oder? Und so, das kannst du natürlich mit der Kamera schon auch, aber dann musst du immer noch jemanden haben, der das filmt. So, dass, und dann bist du wieder aus der Authentizität. Also dort kann ich einfach sagen, hey, schau, Aufnahmegerät. Dann, okay, die Aufnahme hat nicht so gut geklappt, nimmst du es nochmal mit. Oder? Mhm. So Sachen finde ich mega schön. Und das kannst du fast nur mit dem Audio. Oder? Ist das so ein Beispiel, du hast vorher gesagt, du wünschst dir, man würde sich noch ein bisschen mehr wagen, wenn es ums Format geht. Das wäre jetzt gerade das Beispiel gewesen. Und was sind so Formate, wo du denkst, die müssen wir eigentlich noch viel mehr machen oder die hätten noch mehr Platz? Und welche Format? Nein, das lassen wir weg. Aber welche Format würdest du gerne noch ein bisschen pushen und noch ein bisschen mehr sehen? Oder hast du irgend so ein cooles Format, wo du denkst, das brauche ich das nächste Mal, sobald es einen Kunden zulässt? Das wäre so. Ja, aber das erzähle ich nicht in diesem Podcast. Natürlich nicht. Ich wollte es rauslocken. Ja, nein, aber eben zum Beispiel, das war mega mutig gewesen, oder? Das habe ich mega lässig gefunden, dass jetzt Pro in dem Firma gesagt hat, wir machen das so. Weil das ist natürlich, also ist ein mega Aufwand. Das klingt jetzt sowieso easy, ich habe jetzt dann einfach das Gerät mitgegeben, aber das ist es natürlich nicht. Das ist ja dann wie auch, da muss man mega sensibel sein und mit den Leuten das absprechen, ob das okay ist für sie, wenn man das so macht. Aber das habe ich zum Beispiel sehr mutig gefunden, dass man nicht sagt, es ist so von oben herab, man berichtet über etwas, sondern dass man eigentlich dort den Ton aufnimmt, der nicht passiert. Das finde ich schon recht mutig für so eine grosse Organisation. Also, ja. Mutig fände ich zum Beispiel auch Sprachen mischen. Das kann ich schon sagen. Also, wir haben in der Schweiz immer das Problem, okay, wir jetzt, wo Schweizerdeutsch reden, wir erreichen maximal 5 Millionen Leute, oder das ist ja anders in der Deutschsprache, oder konkurrenzieren wir ja noch mit allen anderen Sprachen. Und das, wir sind irgendwie... Ein Fort
Platz im Weltall oder mit unserer Sprache. Die Reichweite wird ja nie so gross. Und in der Schweiz haben wir immer die Problematik, wie decken wir die drei Sprachen oder vier Sprachen ab. Und ich fände es zum Beispiel super mutig, wenn man würde einen Podcast machen würde und man versucht, mit der Sprache irgendetwas crazy zu machen. Also einfach so, dass man ja, alle Sprachen abdeckt wie ein Podcast zum Beispiel. Das ist natürlich sehr aufwendig. Aber da, gerade im Thema Umgang mit Sprachen, da sind jetzt gerade so freie Radios, oder aber die Unicom-Radios sind dort sehr Vorreiter. Dort hat man viel so Formate schon ausprobiert und es funktioniert eben auch. So etwas fände ich mega toll, also wenn jemand Lust hat, mit Sprachen zu spielen. Ja, und dann, also wenn ich es jetzt als Business anschaue, jetzt als Produktionsfirma, und finde ich es auch toll, wenn eine Firma nicht als erstes das Gefühl hat, man muss ihr Produkt verkaufen. Das haben wir auch schon bei einem Podcast gemacht. Das ist mega lässig. Es kann auch cool kommen. Es braucht aber echt viel Kreativität. Also wir haben ganze Folge über Softshell-Jacken gemacht. Das klingt jetzt mega gaga, aber das ist recht lässig zum Hören, weil mein Kollege, der hat das echt super kreativ umgesetzt. Aber dass man als Kunde nicht immer denkt, also wenn man es jetzt als Business-Zweck oder als Marketing-Instrument will, dass man halt wie auch sagt, okay, wir machen etwas, was gar nicht in erster Linie mit unserer Marke jetzt zum Beispiel verbunden ist. Also zum Beispiel hat die Lufthansa hat ein fiktives Hörspiel gemacht, mega krass, so mit 3D-Audio und so, richtig bombastisch. Und wenn ich das höre, dann, also so ein Science-Fiction-Hörspiel, da komme ich eigentlich nicht drauf, wo ich Lufthansa suche, sondern wo ich gerne Science-Fiction-Hörspiel habe. So Zeug ist cool. Also ja, dass man mehr Mut, also dass man wie halt oder auch jetzt Leute wie Latla mal Format ausprobieren und quasi denen, wo man sich Auftrag gibt, auch vertraut, dass die schon gute Ideen haben, was sie umsetzen können. Ochsner-Sport hat etwas Cooles gemacht. Ich weiß nicht, welche Produktionsfirma es hat umgesetzt, aber die haben zum Beispiel Podcast gemacht über das Rennen, wo du nur kannst hören, wenn du in Bewegung bist. Also du kannst nicht eine App, es geht nur auf dem App und wenn du hockst oder stehst, dann spielt das nicht ab. Super Idee, oder? Und viel mehr so Zeug, oder auch, dass man sagt, hey, macht irgendwie, ja, GPS-gesteuerte Zeit. Tons of ideas. Wo das ist so ein der Punkt, oder das sehe ich, also halt in der, im Sonor jetzt zum Festival kommen, wo wir ja mega viel Audioformate zeigen. Es ist nicht nur, ich habe hier mein Handy und ich kann auf Spotify Play drücken. Auch dort gibt es noch vom Trägermedium her oder von wem spiele ich was ab, gibt es ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Zombies Run, ich weiß gar nicht, ob das noch aktiv ist. Das ist so ein, kann man beim Joggen brauchen und dann verfolgen eben so Zombies. Und dann das so motivieren, so ein bisschen schneller zu rennen oder so. Und dann kann man wie ein Hörspiel hören, aber es reagiert dann so auf das GPS oder auf deine Schnelligkeit. Und so ein Zeug ist super. Also auch mehr spielerische Gedanken haben. Und abgesehen davon gibt es noch ganz viele Themen, die nicht abgedeckt sind. Das kommt da nicht. Zum Beispiel? Tier. Und meine Tiere tönen doch so toll. Es gibt praktisch kein Tierli-Podcast. Es gibt einen schönen Podcast aus dem Zoo Zürich. Wo, ich finde es gut, dass du gerade dein Pony jetzt in die Kamera hast, von dem Tassi. Ja, genau. Es geht um Tier. Ein Einhorn. Genau. Ui, meine Tochter will immer, dass ihr jetzt das Tassli gebe, aber es ist mein Tassli. Das ist Mama-Tassli. Genau, mein Einhorn-Tassli. Genau, also es gibt einen schönen Podcast vom Zoo Zürich. Es gibt einfach relativ wenig Podcasts. Also, warum? Das frage ich mich. Also, genau. Gerade Tiere, die ich denke, wäre ja prädestiniert, weil nur schon mit Kind und Tier, denke ich, lässt sich ja sehr, sehr viel machen. Übrigens spannend, dass du vorhin gerade die Lufthansa genannt hast, weil wir haben lustigerweise auch, die haben irgendwie ein wirklich gutes Team dort. Wir stolpern auch häufig über sie, wenn es um kreative und gute Filmideen geht. Ja, sind wir jetzt schon ein paar Mal über sie gestolpert. Also die haben irgendwie sowieso ein sehr innovatives Team. Ey, und das ist wirklich... Sachen produziert. Oder es braucht wie ein Mut. Also es, genau so Leute, also klar, die haben durchaus viel größeres Budget oder so. Aber ich glaube auch, also es lässt sich, das weißt du vom Film sicher auch, es lässt sich auch mit einem kleineren Budget etwas Kreatives
machen. Mhm. Also was ich zum Beispiel auch finde, ich bin zwar so recht der Tech-Nerd, also ich finde, also Tech-Nerd im Sinne von, ich dachte, das gut tönt und mich stört, wenn es rauscht und so, aber zum Beispiel so kreative, quasi Handmade-Formate, wie ich jetzt das mit meiner Mama mache, so aus dem Küchentisch für unseren älteren Podcast, das finde ich durchaus auch, also darf es auch geben, oder das finde ich auch etwas Spannendes. Also ich finde immer, Technik muss ich mega zum Thema passen, und wenn etwas schnell ist und on the go, und oder jetzt bei unserem älteren Podcast, wo wir wie sagen, wir haben eigentlich gar keine Zeit, dann wäre es total strange, wenn der Uhr überproduziert wäre, weil wenn du keine Zeit hast, dann hast du auch keine Zeit für eine krasse Produktion, oder? Voilà, ja. Also ich finde dort, ja, Mut auch ein bisschen zum, ja, Experimentieren mit dem Audio, das, genau. Und es wird aber auch kommen, glaube ich, weil man will sich ja auch ein bisschen abheben. Also, wenn er alle den gleichen Podcast machen, dann wird sie, wirst du nicht mehr gefunden. Oder? Ich würde gerne noch über unsere Arbeit als Produktionsfirma reden. Du hast jetzt ein paar Mal Podcast-Schmiede angesprochen und euch als Produktionsfirma. Was ist das, was ihr macht? Also, ich habe eine Firma XY und wann komme ich in Kontakt mit euch und wie läuft denn so etwas ab? Wenn du einen Podcast machen willst, dann. Genau, und jetzt wollte ich einen Podcast machen und dann nehme ich Kontakt auf mit euch und sage, ich habe die Idee, wir wenden einen Podcast. Ich nehme an, die Firmen sind mehr oder weniger weit. Ein paar haben sich wahrscheinlich Gedanken gemacht, was sie wollen, warum dass sie das wollen, was soll der Inhalt sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Firmen gibt, die einfach sagen, wir wollen einen Podcast und mehr wissen wir noch nicht. Genau, so ist es. Und es gibt ja verschiedene, aber wir helfen wie überall. Also wir helfen, es kommt wie, oft ist es eine Budgetfrage. Also wenn eine Firma schon das Budget hat, ist es aber gut. Dann kann man wie gerade sagen, das ist machbar in diesem Bereich. Und frag mich nicht, was das kostet. Das ist nämlich mega schwierig. Frage nicht. Es ist halt wirklich mega schwierig zu sagen. Aber wenn man so einen Budgetrahmen hat, dann sind wir immer recht dankbar, oder? Also, je mehr, je besser, muss man auch sagen. Oder zum Teil merkt man auch, also, aber das ist toll, wenn du das möchtest, aber das ist wie in diesem Budget nicht möglich. Dann gibt es vielleicht eine, ja. Also, Budgetfrage muss man schon relativ früh klären. Manche Firmen fangen auch mal selber an und lagern es dann wie aus. Also, weil sie merken, ui, so Schneiden liegt ihnen nicht. Oder zum Teil wollen die Leute noch einfach Technical Advice. Also, machen aber auch einfach Workshops, machen auch Workshops mit Leuten, die selber schon das Format haben und dann wie wollen schauen, wo kann ich es verbessern, wie kann ich mein Konzept anpassen oder was brauche ich für ein Mic, was muss ich für Software haben zum Schneiden. Oft machen wir aber auch so Workshops, Konzept-Workshops, also wenn, was für uns immer wichtig ist, so warum, die Frage, die du vorerst gestellt hast, oder warum willst du den Podcast? Also das ist so die Frage, steht zuvorderst. Und dann muss man mit den entscheidungstragenden Personen zusammenkommen und mal über das reden und schauen, was ist möglich. Und es gibt schon oft Leute, die eine Idee haben und manchmal muss man sagen, die Idee ist zwar cool, aber die gibt es schon oder wie könnte das dort tönen. Ja, und dann im besten Fall machen wir alles. Also machen wir mit den Leuten das Konzept, machen die Aufnahmen, diese schneiden und distribuieren alles. Genau. Also Distribution macht dann meistens die Kundin oder der Kunde, aber wir helfen so beim Unterstützen, um zu zeigen, was wichtig ist bei Distribution. Ja. Ich sehe da ganz viele Parallelen auch zum Film machen. Ich glaube, gerade in der Konzeptionsphase ist sehr vieles ähnlich, weil unsere erste Frage bei den Kunden ist dann auch immer, wieso wollen ein Video? Weil viele wollen einfach ein Video, damit sie ein Video haben. Und dann fragt, warum denn genau? Was ist der Zweck? Was ist das Ziel von dem? Dann sieht man dann, ob da irgendein Gedanke dahinter ist oder ob es einfach darum geht, etwas zu haben, damit man so etwas hat. Aber das finde ich, wenn jetzt da Firmen zulassen, wirklich überlegen, also aber ich finde, man kann zu allem einen Podcast machen, muss mutig sein, um sich vielleicht auch auf etwas einzulassen, was man vielleicht jetzt nicht gerade denkt. Und überlegt man sich am besten, was man selber gerne hört. Das finde ich auch noch so. Es gibt eine Orientierung. Und eben so wie, wann will ich reichen und warum eigentlich. Das ist cool, wenn man sich so die Gedanken vorher schon gemacht hat. Und es gibt wirklich, es gibt Leute, die kommen und schon so mega gute Analyse gemacht haben, sagen, hey, das gibt es doch schon, das habe ich schon gehört. Und könnte man es anders machen oder könnte man das auf Schweizerdeutsch und so, das ist hilfreich. Also es muss nicht sein, aber den Kreativprozess kann man auch gemeinsam machen.
Ich würde gerne mit dir noch anschauen, wir haben am Anfang davon gehabt, dass es halt auch eine sehr einfache Variante ist für jede und jeden daheim, um seinen eigenen Podcast zu machen. Wenn wir das so zusammenfassen und abbrechen auf möglichst simpel How-to-Podcast, was sind deine Tipps, wenn jetzt jemand daheim ist und merkt, oh, ich wollte eigentlich auch einen Podcast machen. Was braucht er oder sie? Und was muss er oder sie machen, damit nächste Woche dann der Podcast online ist? Also eigentlich das Gleiche, wie wenn eine Organisation das will. Als erstes frag dich wirklich, warum. Was willst du? Warum willst du das unbedingt machen? Das Zweite ist, mach wirklich ein Konzept. Überleg dir, ob das Konzept aufgeht. Also wenn du mit anderen Leuten schon willst, reden zum Beispiel, dann frag dich, ob die Leute auch Zeit haben, mit dir zu reden oder ob sie mit dir reden wollen. Und dann frag dich, wie viel Zeit brauchst du für das Produkt und hast du die Zeit, die du überhaupt kannst aufwenden kannst. Dass du kannst garantieren, dass das in einem von dir vorgegebenen Rhythmus immer wieder erscheint. Weil ich glaube, das ist so eine Frage, also man unterschätzt das einfach recht schnell. Also ich finde, das sind so die drei wichtigsten Sachen. Das Gear ist ja dann, also eben, warum willst du es machen? Hast du eine Idee? Also, und vielleicht, also dort noch wichtig, was ist so die USP? Was ist das, was dich ausmacht, was die anderen nicht können? Denn wenn du das mit Leuten machen willst, sind die verfügbar, wollen die mit dir reden? Und wie viel Zeit braucht das und hast du die Zeit? Das finde ich so die. Und dann los selber Podcast. Weil vom selber hören hörst du, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, was kann ich, also kann man kopieren oder nachmachen, ist ja immer mega etwas Gutes, oder? Oder eben Sachen nicht machen, wo du findest, nein, das finde ich schrecklich. Und dann zum Aufnehmen, also eben man kann es auch mit dem Handy machen, das ist jetzt wie nicht, kommt darauf an, wie aufwendig. Also wenn man natürlich irgendwie Interview macht und die noch schneidet und dann noch seinen eigenen Text und so, dann braucht man vielleicht ein besseres Equipment, aber auch so ein besseres Equipment bekommt man ja für ein paar hundert Franken. Also das ist wie nicht. Und dann sollte man sich eine Host-Plattform aussuchen, zum Beispiel Podigy gibt es ja verschiedene. Wo habt ihr denn? Ich weiß gar nicht. Simplecast sind wir. Genau. Gibt es ganz verschiedene. Und bei diesen Podcast-Host-Zeiten ist es eben noch gut, weil die distribuieren ja dann für dich auf Spotify, Apple Podcast und so. Und dann ist mega wichtig, dass du dir ein gutes Graphic machst, was so ein bisschen auf kleinem Raum funktioniert und dass du ganz, 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 ganz gut die Podcast beschriftest, dass er Search Engine Optimized gut gefunden wird. Also das finde ich noch, oder weil du gehst sonst wie unter, also dass du mit guten Schlagworten schaffst. Aber da helfen dir ja auch die Distributionsplattformen. Ja, und dann ist halt im Nachgang, oder gleichzeitig ist halt, okay, wenn es die Podcast gibt, musst du halt schauen, wie kannst du die Leute aufmerksam machen drauf, und das braucht fast gleich viel Zeit wie der Podcast selber. Also, würdest du... Ja. Also würdest du sagen, du brauchst, du sagst, also gut, du empfiehlst dann eigentlich deinen Kunden, die zu dir kommen, die Podcast Schmidt, dass die Vermarktung vom Podcast mindestens gleich viel Zeit braucht. Und sind ihr dort auch hilfreich, oder ist denn das wie ein anderes Ding? Also klar, sie machen ja den Podcast noch nicht selber, aber einfach, man muss investieren in die Vermarktung. Ja, wir machen auch Marketingkonzepte oder helfen auch bei gewissen so Social-Media-Sachen zu erstellen oder so. Aber man muss wirklich ein Marketingkonzept haben. Also nur weil ich jetzt den auf Spotify auflade, weiss ja niemand, dass der da ist. Also, das heisst jetzt bei Organisationen oder Firmen oder so, wo ja eh schon Werbung, Homepage, ich weiß nicht, Social Media, Printpublikationen, das muss einfach dort vorkommen. Das vergessen manchmal die doch nicht. Das muss echt dort vorkommen. Wenn ich es als Privatperson mache, dann habe ich ja, also die meisten von uns haben ja Social Media, dann muss ich schauen, dass es dort irgendwie darauf aufmerksam machen. Das ist die Frage, ob man ein eigenes Profil machen will für einen Podcast, aber das braucht auch wiederum mega viel Aufwand. Das muss man halt auch sehen, aber dort ist wieder auf die erste oder eine von den ersten Fragen zurück, wie viel Zeit habe ich eigentlich, um das zu machen? So, schon die Frage vielleicht noch vor Monetarisierung, also wenn ich jetzt nicht das in einem Auftrag mache, wie komme ich, also möchte ich gerne, dass das entlohnt wird, wenn ja, wo finde ich da Geld für das?
So. Und ich finde, das wäre noch meine nächste Frage gewesen, weil ich habe das Gefühl, beim Podcast ist wahrscheinlich noch sehr schlecht monetarisiert, habe ich das Gefühl, oder in meiner Erfahrung. Wie empfiehlst du PodcasterInnen, wie sie mit dem, oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, so mit dem Geld zu machen, wenn das Ziel wäre? Also ich glaube, zum Geld zu machen, zum wie davon leben, also ich glaube, das ist schwierig mit einem eigenen Produkt. Also wenn ich jetzt einfach sage, von meinem älteren Podcast leben, das ist glaube ich momentan nicht machbar. Also hat auch viel damit zu tun, dass es zum Beispiel keine Originals gibt. Also auf Spotify gibt es Deutsch, also auf all denen sagen wir Audible, Spotify, Podigy, so wie heisst es? Podimo, die machen ja Originals. Da gibt es noch keine auf Schweizerdeutsch. Und das wäre jetzt quasi etwas, wo du würdest bezahlt werden. Gibt es nicht. Du müsstest dich fast anstellen, also wenn du bei SRF schaffst oder bei NZZ, beim Tagi oder so, dass du das im Rahmen von deiner journalistischen Arbeit machst. Und als freie Person kannst du zum Beispiel bei SRKS, bei Stiftung für Radio und Kultur, aber dann muss es immer einen linearen Bezug haben. Das heisst, du musst irgendwie schauen, dass mindestens ein Teil von deinem Audio auch linear ausgespielt wird. Da gibt es Stiftungen. Das heisst, wenn du thematisch etwas machst, aber sagen wir jetzt, ja, Stiftungszweck halt erfüllst mit deinem Podcast, kannst du dort anfragen. Oder du lässt wirklich sponsern. Dann ist halt immer die Frage, wie viel möchte der Sponsor, die Sponsorin mit dem Content. Du könntest versuchen, Werbung zu verkaufen. Das ist aber auch ein schwierig im Moment, weil wenn du nicht so viele Hörerinnen und Hörer hast, will auch niemand Werbung buchen bei dir. Das ist mir aber letztens aufgefallen. Ich höre den Podcast Fake Doctors Real Friends mit dem Zach Braff und dem Donald Faison, wo bei Scrubs mitgemacht haben früher. Und die machen so einen Scrubs Rewatch Podcast und die haben angefangen, ich sage auch irgendwann während Corona mal. Und sie schauen eigentlich immer eine Folge zusammen und redet nachher im Podcast über die Folge. Und die haben einfach angefangen, anfangs Corona 2020. Und mittlerweile, ich habe jetzt letzte Woche mal wieder eine neue Folge gehört, fängt die Folge schon mit einer Werbung an und sie haben offiziell zumindest im Podcast in einer Werbepause, wo dann drei Werbungen kommen und am Schluss kommt nochmal eine Werbung. Also sie haben wahrscheinlich jetzt das extrem mit diesen Werbungen können irgendwie machen. Sie sind halt auch, profitieren natürlich von ihrer Bekanntheit. Aber unter Amerika muss man schon sagen, dass so Pre-Roll, Mid-Roll Werbungen machen viel. Und in Deutschland gibt es das auch immer mehr. Der Punkt ist halt, dass wiederum der Werbemarkt in der Schweiz halt mega klein ist, oder? Und das beißt sich dann so. Ich meine, in Deutschland hast du, auch wenn du quasi nicht so viele Leute dir zulässt, hast du grundsätzlich schon viel höhere Zahl an Leuten, die du erreichst. Und ich meine, da gibt es schon so Statistiken, auch wie viel Werbung nutzt die Podcasts. Also, dass man halt, ich weiß nicht, wie sie es machen, kennt auch nicht den Podcast, aber dass man zum Beispiel als Host auch für ein Produkt wirbt. Das, wie wir vorher gesagt von Nahbarkeit. Das natürlich, also, wenn ich jetzt in meinem älteren Podcast würde, ich weiß doch auch nicht, für so eine Familienplanungs-App Werbung machen, die ich selber benutze, dann ist das halt total nahbar und man glaubt mir das auch. Oder? Ich glaube, die NZZ hat auch Werbung geschaltet, aber dort ist es wirklich so wie Radio, oder ich weiß es gar nicht mehr. Also, das kommt, glaube ich, schon immer mehr, das wird auch so ein Zukunftsmodell sein. Eben so die Vorreiter immer in dem, sie halt schon die Amis, und dort ist es oft, dass sie selber sagen. Sagen sie es dann in diesem Podcast auch selber? Oder sie es so wie Radio? Sie haben es auch schon selber gesagt, so wie ein kurzes Hörspiel, so hey, was man, und dann haben sie, letztes Mal sind es aber eingespielte gewesen. Also ich weiß nicht, ob sie so ein Konzept haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist halt eben, das Problem ist, das beißt sich ein bisschen, oder ist doch ein bisschen, es beißt dich ein bisschen Schwanz, wenn du noch nicht so viele Zahlen hast, fängst du wie keine Werbung und umgekehrt. Also es ist ein bisschen, genau. Aber das wäre durchaus ein Weg. Und ja, monetarisieren von Audio ist im Moment mega schwierig. Das ist so.
Wir kommen langsam ein bisschen gegen Ende zu und dann schauen wir immer in die Zukunft und wir sind schon voll drin mit was in Zukunft kommen könnte. Das war eigentlich eine ganz gut geplante Überleitung, Schlussteil. Mich nimmt es Wunder, was denkst du, wo geht es durch in die Podcast-Szene in der Schweiz? Weil ich habe mir vorhin überlegt, du bist Podcasterin, aber wo du in der Schule warst, dann hat der Beruf ja wahrscheinlich nicht existiert und man hat nicht gedacht, dass der Beruf überhaupt mal wird geben, was du jetzt machst. Ist immer ein bisschen schwierig zu antizipieren, was könnte passieren, aber vielleicht müssen wir ja nicht wieder 20 Jahre in die Zukunft schauen, sondern uns irgendwie auf die nächsten 5 Jahre beschränken. Was denkst du, wie sieht die Podcast-Landschaft aus? 2027 wäre dann... Also zuerst hätte ich noch, das war gar keine Frage, aber ich habe immer im Radio arbeiten als Kind. Aber ich bin so in 40, das heisst, ich bin so in den 80er Jahren in der Schule. Und für mich war das Radio das Nonplusultra. Und das ist mega cool, ich durfte dort schon meinen Traumjob, ja, bevor ich Podcasts gemacht habe, habe ich mega lange Radiosachen gemacht. Also das ist genau, hat es noch nicht gerne Podcast drin. Aber genau, das ist für mich so eine, dann, ich durfte dann schon meinen Traumberuf machen. Mega schön. Ich glaube, dass es wie viel mehr Leute wird geben, die das vielleicht auch als Beruf machen können. Im Sinn von, ich mache es halt auf Auftrag und ich tue nicht meine eigene Story. Also weißt, das ist so ein bisschen Zukunftsvision, dass halt ganz viele Leute möchten und dann gibt es so die Leute, die es können umsetzen. Und dann ist halt wie so die Frage, ich stelle mir das vor wie im Film, oder du machst dein eigenes Filmprojekt, du hast so dein Ding, das du gerne machst, aber nebendran produzierst halt noch auf Auftrag, wo du durchaus auch kannst kreativ sein, deine Ideen einbringen, vielleicht sogar auch mal schaffst, deine eigene Idee zu verkaufen, jemandem, wo du eh würdest machen, abgesehen, ob es jetzt jemand finanziert oder nicht, oder wo du eben Finanzierung brauchst. Ich glaube einfach, es wird noch viel mehr Podcasts geben und ich glaube aber auch, es wird sich ein bisschen professionalisieren. Also, es gibt durchaus viele Leute, die fähig sind, tolle Audioproduktionen zu machen in der Schweiz. Und es wollen auch immer mehr Leute Audio. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen darauf rauslaufen, dass es viel, viel mehr Podcasts gibt, als es jetzt eh schon gibt. Dass die vielleicht hoffentlich auch ein bisschen kreativer und mutiger werden. Und ja, das ist wahrscheinlich zum guten Ton gehört, als grosses Unternehmen einfach in seinem Portfolio auch noch einen coolen Podcast zu haben. Das, und gleichzeitig hoffe ich sehr, dass es wie auch möglich ist, dass Audio in dem Sinne Stellenwert bekommt als Kunstform. Weil das finde ich etwas, was mich recht stört. Es gibt, wenn du so Kulturförderung schaust, so offiziell, es gibt Film, Theater, bildende Kunst, Literatur, Tanz, aber es gibt nie ein Audio, ist nicht vorhanden als eigenes Kulturschaffen, also jetzt auf offizieller Seite. Und das ist so etwas, was nicht mehr... Ausserhalb von der Musik. Nein, aber eben nicht Musik. Also ich meine nicht, aber... Ja. Oder es gibt wie, aber Musik habe ich vergessen. Also es gibt so wie, oder gibt's aber auch, gibt's auch E-Musik und Jazz und Pop und das wird alles so gefördert, aber es gibt eigentlich keinen Fördertopf für Audio. Und das ist etwas, was ich mir extrem wünsche für in 5 Jahren, dass Audio einfach als Kunstform in dem Sinn, ja, als eigene Kunstform auch anerkannt wird, damit man dort auch Möglichkeiten hat, als Audioschaffende Kulturfördergelder zu bekommen, wo wie offiziell sind, wo man auch nicht muss abgraben bei Literatur oder bei Musik oder beim Theater, wo man irgendwo ein hybrides Projekt muss machen, wo der Audio auch noch vorkommt. Das würde ich mir mega fest wünschen. So. Fände ich natürlich auch super. ich habe noch eine Frage gehabt. Du hast gesagt, es wird wahrscheinlich viel mehr Podcasts geben. Ich habe mir das auch schon überlegt und ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mir mal überlegt, das kann man ja sowieso nicht sein. Ich gar nicht. Annahme. Ich habe mir nur mal überlegt, weil ich glaube, der Trend immer noch ein bisschen am Aufkommen ist bei vielen, dass eben viele mal ihren Podcast machen. Ich glaube, das Schwierige, wie bei Filmen, ist ja dann auch das kontinuierlich dranbleiben. Dass vielleicht viele Podcasts, die jetzt entstanden sind, auch wieder verschwunden sind. Und dass sich vielleicht dann auch, wenn es viel gibt, auch die Qualität wird durchsetzen. Also für mich persönlich ist auch das Audio sehr wichtig und ich habe wirklich Mühe, einen Podcast zu hören, wo auch das Audio nicht so gut ist, dann hänge ich schnell mal ab, also abgesehen vom Inhalt.
dass sich dort vielleicht auch das Professionellere irgendwann ein bisschen durchsetzen wird und die, die vielleicht einfach so ein bisschen aus Spass entstanden sind, auch irgendwann wieder verschwinden und dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt viel, viel mehr, also irgendwann mal der Peak wieder erreicht sein und sich dann an der Qualität noch wird voneinander abheben, aber nicht mit der Quantität. Ja, ob es einen Peak gibt, bin ich nicht so sicher, oder? Weil, also, aber es wäre ja wie zu hoffen, dass die Qualität steigt, dass man auch wie mehr investieren will. Und ich meine, ein Podcast muss jetzt nicht so sein wie eure, wo so endless Folgen hat, sondern ich meine, ich finde das auch noch immer ein wichtiger Punkt. Also ein Podcast, wo ich finde, investiert man Geld drin, ist wie auch etwas Langlebiges. Also, ich finde das ein bisschen vergleichbar mit einem Buch, oder? Also ich finde, es lohnt sich, Podcasts zu machen, wo wie in einem Jahr kann schlossen und das ist noch aktuell, oder es hat noch einen Mehrwert. Das ist wie, also das sieht man jetzt auch in den Zahlen, dass je länger ein Podcast online ist, das seht ihr auch, dass die Leute, wenn sie mal die Podcasts finden, hören sie dann auch andere Folgen. Also die Zahlen steigen ja immer. Es ist ja wie nicht eben lineares Radio, wo heute News kommt und morgen ist sie alt, oder? Und was heisst eben, es muss auch nicht jeder Podcast in dem Sinn endlos sein, sondern ich erzähle dann halt in der Staffel in 6 Folgen Geschichten oder ich entwickle das weiter. Ich glaube, ich würde dir widersprechen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, weißt du, es gibt auch so viel, ich finde, es gibt ja so viel, aber es gibt so viel Insta-Profil, bla bla, aus TikTok. Ich glaube, es wird wie beides parallel weiterlaufen. Leute, die Lust haben, aus simple Gesprächssachen einfach selber zu machen, über Leute, die eher so eine journalistisch machen und aufwendig tolle Geschichten erzählen, recherchieren, also oder investigative Sachen machen, über irgendwie so Hörspielsachen, die hoffentlich wieder mehr werden kommen. Aber bis hin zu so Corporate-Geschichten, wie wir machen, die aber auch journalistische Haltung haben und ein bisschen High-Level gemacht sind, als jetzt einfach nur irgendwo zwei Leute am Handy. Also ich glaube, es wird viel diverser und ich hoffe schon auch auf noch ein bisschen mehr Qualität. Und die glaube ich, bin ich sehr optimistisch. Ich bin letzten Sommer an einer Schule und habe einen Workshop gemacht zu Podcasts mit 2 Schulklassen. Es waren 5-6 Klassen gewesen. Und auch wenn es nicht alle interessiert hat, hat es doch ein paar darunter gehabt. Insbesondere unter den Girls hat es recht viel darunter gehabt, wo offensichtlich schon in Bezug sind oder in Berührung sind mit Podcasts, weil die haben dann das also top schon ihre Radiostimme auspackt und dort sind fein die Gespräche abgerattert. Das war richtig, richtig cool gewesen. Und ich nehme an, viele von denen oder einige von denen werden dann auch irgendwann mal Bock haben, das selber noch auszuprobieren außerhalb von der Schule. Und das startet dann schon auf einem recht hohen Niveau. Und ist das, was ich vorher gesagt habe, du hörst und du lernst und du adaptierst und entwickelst es im besten Fall selber weiter. Das kann ich wie auch noch sagen, ich habe recht viel, also in meiner Radiozeit habe ich recht viel Projekte gemacht rund ums Audio und dann zum Beispiel in der Schule, also Audio, über das haben wir noch gar nicht geredet, das ist das Ende des Gesprächs, ich weiss, aber gleich, vielleicht für Lehrpersonen, die zuhören, finde ich natürlich, ein Podcast oder das Audio an sich ist eine super Lernform. Also, du kannst das mega gut anwenden in der Schule, also im schulischen Kontext, egal jetzt ob Erwachsenenbildung oder reguläre Schulzeit. Du kannst natürlich durch das du Jugendliche oder Kinder auch eine Möglichkeit gibst, ihr Wissen zum Beispiel verpacken in ein Audio, müssen sie lernen, zusammenfassen, müssen sie lernen, rausfiltern, oder umgekehrt, du lässt sie etwas hören, sie müssen dann aufgrund von dem, können sie etwas diskutieren, oder als Informationsquelle einfach, also ich glaube, das Audio ist auch schon dort mega ein cooles Instrument auch zum Lernen. Und jetzt denke ich auch gerade über irgendwie, wenn man muss viel digital unterrichten, dass du so schnell und einfach kannst Audio machen. Du kannst Welten auftun mit Radio oder mit Audio. Für sehr, also ich habe auch schon Workshops gemacht, wirklich mit so unter 10-Jährigen, und die checken das irgendwie. Und ich glaube, dort eben Audio bietet so eine grosse Bandbreite, wo vielleicht jetzt gar nicht nur das Podcast klassisch immer jetzt darüber geredet, sondern auch, dass es wie noch viel mehr in eine Form, in einen Unterricht reingebracht wird, auf alle möglichen, Stufen von Lehren, oder? Absolut, also da spricht natürlich der Lehrer in mir, der das absolut unterstützen würde.
Ich glaube, das hat extrem viel Potenzial. Und nur schon deshalb, weil aber Kids eh schon recht gewohnt sind mit Geräten, mit Medien, mit Audio an und für sich und auch ausgestattet sind. Ich bin letzte Woche Schule gegeben und jetzt hat dort jeder in dieser Klasse, das ist vorher neu, als ich dort Schule gegeben habe, einen Laptop. Also kann jeder und jede daheim eigentlich das Zeug aufzeichnen und produzieren und mit Teams zu den anderen sharen. Also ich glaube, es war noch nie so günstig gewesen wie jetzt, um so Sachen zu starten. Absolut. Und dann sehe ich wie, ja, ich bin auch so, ich selber nicht so bildaffin und darum finde ich manchmal, also wahrscheinlich so, gerade so bei Kindern oder ja, jungen Menschen, wo halt wie auch viel von diesem Bildschirm klebst in eurer Freizeit, ist das vielleicht auch wie eine Chance, mit nur Audio zu arbeiten und Gehörschulen und wie andere Sinne anzusprechen und sich auch nochmal etwas anderes müssen überlegen müssen, so nur zuhören. Wir kommen zum Schluss. Danke vielmals für das Gespräch. Wenn man mehr Informationen über dich will, wo findet man die am besten? Googlen. Also zuerst hört mal Rotzphase. Das ist der Podcast für wilde Eltern. Dort erfahrt man mega viel über mich, wirklich. Weil ich mit meinem Mann darüber rede, wie manchmal nervig es ist, wenn man ein Kind hat. Also bei aller Liebe. Dort erfahrt man am meisten. Sonst kommen wir zur Podcast-Schmiede oder kommen wir das Sonor-Festival. Das findet nämlich am letzten Februarwochenende statt. Wir wissen noch nicht, ob Hybrid, nur Remote oder vor Ort, keine Ahnung. Genau, meinen Namen muss man googeln. Ich habe zwar eine Homepage reserviert, aber ich habe keine Zeit zum Homepage machen. Dann wären wir wieder bei der Zeit. Hey, danke dir vielmals für deine Zeit. Danke. Und das Gespräch. Danke vielmals allen fürs Zuhören und Zuschauen. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wäret. Bis dann, gute Zeit und ciao zusammen.